Hallo, diese Skyrim-Folge ist Teil eines Livestreams vom 13.06. Dahin Überlänge. Dabei hat mir der liebe Silberdrache Gesellschaft geleistet und ich habe unnötig langwierige Stellen rausgeschnitten. Das könnt ihr gerne dann auch in der Videobeschreibung nochmal nachlesen. Ja klar, aber nicht sonderlich kreativ. Also ein schöner Name, ja, aber kreativ ist was anderes. Warte mal, ich muss mal auf der Map gucken. Ich bin da. Da ist die Höhle. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ist Bonita. Da war ein Bär, als ich da hingegangen bin. Okay. Ich weiß nicht, ob Smaug wirklich passend ist. Oh, Smaug. Mein Drache nenne ich Smaug. Mach das. Wenn ich mal einen Drache bekomme. Mindestfair Kekshammer. Kekshammer! Ja, das ist eine Idee. Das ist der perfekte Name. Das ist eine gute Idee. Wie komme ich denn hier rein? Wir haben doch ja eine schlechte Zeit zum Verlassen. Oh, okay, warte. Warte. Du kriegst. Oh, kriegst du die. Will ich bei dir die Flammen machen? Ja, komm, wir machen bei dir die Flammen. Wir machen bei dir die Flammen. Flammen! Bäm. Komm! Bäm. Nein, du musst. Du musst brennen, Mädchen, du musst brennen! So. Burning Man, Halleluja. Sie hat jetzt gebrannt. Also, ja, sie hat jetzt gebrannt und so. Ich muss das ja ein bisschen ausbauen, ne? Mhm. So, sonst noch irgendwas hier? Aber ich bin extra geschlichen, weißt du, damit sie mich nicht sofort sieht und dann sowas. Ich wollte aber eigentlich wollte ich nur den Käse mitnehmen. Eisendolch. Ja. Gehen wir mal ins Schwindlernest, ne? Machen wir. Okay, also unser Pferd heißt Kekshammer und unseren ersten Drachen nennen wir Smaug. Haben wir das schon mal festgelegt? Super. Hier geht's aber steil runter. Ah, Madi hat die Riesenmücke getötet. Die Riesenmücken sind doch gar nicht gefährlich. Das sind die Männchen, die machen eh nichts Schlimmes. Ah, der war mit einem Mal tot! Wie lustig! Oh, was war das denn gerade? Der war mit einem Schuss tot! Wie lustig! Das war voll lustig! Ich dachte mir, ich muss jetzt ja zwei, dreimal schießen, aber der war einfach mit einem Schuss tot! Ist das geil! Hey, er ist tot! Witzig! Das ist super witzig! Mann! Ja. Je nach Ansicht. Das ist mega witzig. Du hast doch nur keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Der ist auch aber ein einfacher Bandit. Die halt nicht so viel aus. Der ist fast tot. Der ist fast tot. Komm, noch einmal in mein Blickfeld und du bist tot. Nur noch ein paar Pfeile im Rücken und er hat nicht mehr sehr viel an Leben. Nein, Scheiße! Nein! Ich bin irgendwie. Oh, nein! Lydia hat mich nach vorne gedrückt! Diese. Dieses dumme Stück, weißt du? Sie versteckt sich immer hinter mir und einmal soll sie hinter mir bleiben und dann drückt sie sich nach vorne. Ich will auch mal, ich will auch mal! Gorum hat genau. Das Gefühl, nicht gefressen zu werden. Das mag ich auch nicht. Frag mich nicht. Und Smuddy hat Angst, dass durch dein Geschrei ihre Eltern wach werden. Wessen Eltern? Muddy. Ach so. Ach, Muddys Eltern. Ja, musst du Headset aufsetzen, ne? Regel Nummer 1. Sind die jetzt beide tot? Also, waren das jetzt nur die zwei oder waren das noch mehr? Oder kommen sicher noch ein paar. Ich will halt nicht die ganze Zeit schleichen, wenn hier eh keiner ist. Das ist halt auch ein bisschen anstrengend. Aufmerksamkeitssuche, genau! Genau, Anavien! So eine dumme Truller. Nein, dich habe ich schon gelootet. Wo ist das andere Vieh? Stellst du dich ein bisschen leiser, Matti. Ich
Ich muss halt schreien, ja. Ich muss meinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Oh, einen richtig geilen Ziegenbein. Oh, das esse ich pur. Oh, das Messer kann ich aber nicht mitnehmen. Eis Miriam. Und? Ah, ich dachte, das wäre jetzt. Ach, das war ein Knoblauch und ein Eis Miriam. Sah aus wie irgendeine Knolle. Oh, der okay. Bandit. Der Bandit ist richtig. Orkische Pfeile, cool. Der Bandit ist richtig geil gestorben. Und wie der auch liegt, so richtig. Boah. Der liegt so breitbeinig, da dem kann man zwischen die Beine gucken. Oh lala. Naja, es ist halt ein ekliger, abgewrackter Bandit. Da gibt's nicht viel zu sehen, aber es ist lustig. Ja. Ich hab ihm die Beine breit geschossen. Das machst du doch oft. Das muss ich auch mal in echt anwenden, ne? Oh, warum nehme ich leere Weinflaschen mit? Ich bin auch blöd. Damit du sie auf die Gegner werfen kannst? Kartoffeln, Tomaten, noch mehr Kartoffeln. Ist voll gut. Mathe, dann schmeiße ich hier die leeren Weinflaschen weg. Was? 13? Wir haben schon noch 1 Uhr. Ja, deswegen soll sie auch nicht ihre Eltern aufwecken, damit die das eigentlich nicht mitkriegen. Oh, eine wunderschöne Truhe. Ich finde die Truhe hübsch. Guck mal, so umringt von grünen Pflanzen und so. Voll hübsch. Der Stream... Warte mal, der Stream geht jetzt 6 Stunden? Kann das sein? Oi. Ja, oder? Ja. Hab doch 19 Uhr angefangen mal wieder. Ich glaube, meine 19 Uhr Streams gehen immer am längsten, habe ich das Gefühl. Sind aber auch schön. Ja, genau. Wir haben die ganze Zeit tolle Leute und haben viel geredet und gelacht. Stahlpfeile, ja, nimm mit. Stahlpfeile wiegen ja nichts, kannst du immer mitnehmen. Oder allgemein Pfeile. So, hier geht's doch jetzt ab, oder? Ah, da unten geht's ab. Da unten ist die Party. Oh, da kommt einer hoch, oder? Goro geht ins Bett. Gute Nacht, Goro. Schlaf gut, Goro. Oh, das sind Frauen, die hier. Okay. Ja? Hast du vorher gespeichert? Stimmt. Huch, was war das denn? Warte mal. Ja, das hat einfach mal mein Schema zu Windows Basic, glaube ich, geändert wieder. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe nur auf R geklickt, damit ich aus dem Pfeil-Dingens rauskomme. Aber okay, ja, mach. Und jetzt geht's deutlich leichter. Ich glaube, ich sollte bei Skyrim immer Windows Basic nutzen. Und nicht Aero. Schießen wir mal in den Rücken. Ist da jemand? Oh, Kacke. Hey, Gris ist tot. Warte. Na okay, dann nehmen wir halt was anderes. Oh, mach mir wieder Flammen. Ich mag Flammen. Da, ah, wie die einfach stirbt. Wie die einfach nach 2 Sekunden umfällt, weil sie brennt. Ist das lustig. Brauchst du Heilung, Lydia? Nee, du brauchst keine Heilung, oder? Nee, komm. Eisenkriegshammer, wer braucht das schon? Oh, Feuer ist so lustig, ich brauche echt einen Flammenwerfer. Ich brauche mal einen Flammenwerfer, das ist das Geilste, was es gibt. Einfach Leute anfackeln. Ja, das ist so schön. Über Flammenwerfer haben wir schon geredet. Ja, ich brauche Geld für einen Flammenwerfer. Ja, 300 ist so viel, ist das nicht. Aber es soll ja auch ein guter sein, ne? Der soll ja auch gut halten und alles. Es war ein kleiner. Also schon recht.
Also ich möchte schon richtigen. Oh, widerlich. Was ist das denn? Na, Prost Mahlzeit. Oh, bäh, seid ihr abartig. Hä? Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ja, du wirst ja gleich sehen, deswegen. Exakt. Ein Apfel, eine Kartoffel. Käse. Nur weil die diesen Skewer da gebraten haben? Boah, der, vor allem wie abartig der aussieht, ne? Hier liegt einfach mal ein Kohl mitten in der Gegend rum. So, ich will hier mal den Anführer sehen, ne? Bringt mich zu eurem Anführer. Oh, cool. Jetzt freue ich mich. Das wird ein schönes Bogengeschieße. Oh, oh. Nein, nein, hier ist niemand. Komm, Lydia, geh mal vor. Allein sie stellt sich da ernsthaft hin und kämpft gegen die Leute. Was wirst du tun? Die kämpft jetzt einfach mal. Ich bin hier weiterhin versteckt und die kämpft einfach mal. Und so, mach mal. Oh mein Gott, sie ist in die Falle gerannt. Ach nein, das ist... Nee, warte, das ist... Das ist irgendeine Zauberin. Okay. Komm, die ist doch mit zwei Pfeilschüssen ist sie doch tot, oder? Okay, warte, warte. Warte doch mal. Junge, warte. Hammer. Stirb! So, hätten wir das. Warte, dann brauchen wir noch mal kurz unsere Flammen und unsere Hände. Oh, schön. Lydia kämpft, erbittert und du stellst sie aber dahin und schnallst ein bisschen. Jo, so läuft das doch. Sollte was anders laufen? Ja, okay, inzwischen haben sie sich entdeckt, aber. So. Auch schön. So. Vergiss nicht deine Schreie auch mal. So. Komm schon, du musst sterben. Ich will dich mit Magie besiegen. Ah, warte, okay. Dann mache ich das halt mit etwas anderem. Wenn du halt nicht willst. Oh Mist, ich bin tot. Ich hab's zu locker genommen. Was kannst du eigentlich? Ey. Jetzt muss ich vor allem von hier wieder anfangen. Ich muss öfter das F5 drücken. Solltet ihr mich nicht dran erinnern? Mit F5? Du hast schon noch den Stream so oft gesagt. Ja, aber das ist schon ewig her. Ich hab die ganze Zeit so Handelkrams gemacht und so. Und tot ist sie. Ist das lustig? Was? Ein. Lustig. Ja, ein Schuss und sie ist tot halt, weißt du? Das ist voll lustig. Naja. Hast du schon mal so. Oh, ich habe ihr in den Hintern geschossen und sie getötet. Und die fliegt und das Blut fliegt und. Oh, ist das geil. So eine Laune, ey. Das ist so lustig. Oh, Steffi. Das ist der Hammer. Die hat auch was Schickes an hier. Das, ja. Ihre Frisur ist nicht so die geilste, aber sie hat was Schickes an. Kannst du ja auch mal ausleihen. Jemanden ausleihen. Klamotten. Und jetzt wieder zurückgewechselt. Ich meine, was ist denn mit meinem PC los? Ich glaube, ich sollte aber wirklich mal zu Dingens wechseln. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das mache. Ich glaube, jetzt müsste es besser laufen. Ein Funkelnagel, neuer Flammenwerfer. Oh, sehr schön. Jetzt müsste es sogar... Was vergessen, Grant. Mit Aero müsste es sogar besser laufen. Das heißt also, das nächste, sobald ich... Also nicht mit Aero, sondern ohne Aero. Sobald ich wieder Skyrim und sowas aufnehme, mache ich wieder Aero. Mache ich wieder Basic. Ich sage immer das Falsche. Mache ich wieder Basic. Weil das scheint ja echt voll einen Unterschied zu machen. Ich glaube, das läuft jetzt auch deutlich besser. Also es fühlt sich jetzt schon deutlich besser und smoother an als vorher. Deswegen glaube ich, ist das hier richtig? Oh ja, das war hier geil. Warte, den Typen mit einem Schuss. Oh. Ey, warte mal.
Warum? Menno. Lief es nicht so, wie du wolltest? Nein, ich wollte den Typen erst töten. Ich kann euch nicht wissen. Ich wollte nicht getötet werden. Der ist mit... Ich wollte einfach die andere töten und der stand im Weg und ist einfach mitgestorben. Wie geil war das denn? Oh, das war lustig. Lydia, du stehst im Weg. Hier, geh mal zu der. Hallo? Kannst du mal schlagen, wie du schlagen sollst? Ist das schon alles? Ja. Und bam! Und bam! Also gerade läuft's richtig gut. Okay, ich weiß auf jeden Fall Skyrim ab sofort. Hast du vorgespeichert? Nein. Weil ich gar nicht wusste, dass es jetzt schon kommt. Und! Oh, geil! Ey, das läuft viel besser! Cool! Hätte mir auch mal jemand vorher vorschlagen können. Nur ich hab jetzt einen anderen Mauszeiger hier drin. Das ist ein bisschen schlecht. Na gut. Weiß ich nicht. Es läuft ein bisschen komisch. Es läuft ein bisschen komisch, aber vielleicht läuft es, wenn ich das nächste Mal neu starte, direkt mit der Aero, vielleicht läuft es besser. Ich habe hier den Mauszeiger halt leider teilweise drin. Naja, sehe ich ihn. Ja. Oh, was soll's? Es läuft besser, das ist alles. Es zählt. Oh, das habe ich auch manchmal, wenn ich aus Skyrim rausgehe und dann wieder reingehe. Ich sehe nicht so, als würde ich mich sonderlich gut auskennen mit PCs und so ein Krams. Kann man von mir nicht erwarten. Oh. Kannst du mal fragen, sind ja ein paar Leute, die kennen sich da sicher ein bisschen besser aus. Ja. Ich weiß aber, dass Sims schlechter läuft mit der Aero, habe ich das Gefühl jedenfalls. Ich kann mal testen, wenn ich das von Anfang an mache, ob das damit besser läuft. Also nicht mit der Aero, sondern ohne, mit Basic. Ich habe das Gefühl, Sims läuft mit Basic Windows schlechter als ohne. Funky hat hier die richtig guten Tipps am Start. Wer? Funky. Und das wäre? Das ist doch kein guter Tipp. Habe ich das gesagt? Dann tut's mir leid. Ja, du hast einen richtig guten Tipp gesagt. Amulett von Dibella. Ah, cool. Eisenfeuer. Dibella. Jo. Dibella. Dibella ist ja auch hier. Oh, Lydia. Mit dem Krimi 2000 rösten sie ihre Feinde im Handumdrehen. Ein kurzes Fingerzucken genügt, um den Gegner ein grausames Flammeninferno entgegenzuwerfen. Oh, du dumme Struller! Entschuldigung. Was? Die dumme Struller wirft einfach nicht weg! Hau ab, du dummes Miststück! Weiter? Ja? Ihr ist das nervige Klingelgeschrei der Nachbarn schon lange ein Dorn im Auge? Ein Besuch mit dem Grilli 2000 löst endlich Nachbarschaftsstreitigkeiten im Handumdrehen. Oh. Bestellen Sie doch heute und. Grains kennt meine Probleme. Exklusive Sonnenfinsternisbrille gratis dazu. Auch ja nicht von dem spaßigen Tanz ihrer Mitmenschen zu verpassen. Der Grilli 2000, Führung verifiziert. Das ist ein super, super Werbespruch. Ja, also ich weiß schon, was Steffi sich als nächstes kauft. Ja, wie viel kostet der? Naja, heißt Grilli 2000, vielleicht 2000. Na, dann müssen wir auf 2000 sparen, ne? Da werden wir mal ganz schönes Spendenstreams hier einführen. F5 müssen. Ich hab fast F5 vergessen. Glaubst du's? Oder sondern wer das geschrieben hat. Mal. Nee. Hey, hier ist gar keiner. Ich komme hier in den Raum rein und hier ist gar keiner. Hier ist einfach mal keiner. Ich war hier aber noch nicht, ne? Nur so. Zwergenpanzerhandschuhe. Wow. Aylas mit. Oh, jetzt tragen wir wieder zu viel. Stahlstulpenstiefel. Warte mal, komm. Lydia, meine Liebste, du hast doch ich bestimmt noch Platz bei dir, euch. Ne? Lydia hat nichts mehr dabei. Nee, ob sie noch Platz hat, meinte ich. Ich glaube, sie hat nicht so viel dabei gehabt. Oder hattest du sie überhaupt ausgeleert, weil sie in der Stadt war? Ja, ne, ich habe sie ein bisschen ausgeleert, ja. Dann müsst ihr noch Platz so, haben. Das klingt so falsch. Nein! Oh, ich hasse das. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich hasse es jedes Mal. Sieh mal, ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Glückwunsch. Hier,
Bebänderte. Was? Seit wann habe ich eine Warum? Kein Wunder, dass ich zu viel trage. Warum? Seit wann habe ich eine bebänderte Eisenrüstung bei mir? Die hast du, glaube ich, eben von einem Banditen aufgesammelt. Oh, nee, ey. Ich folge. Oh, Mann. Was soll denn der Kack? Weißt du, das ist 35 schwer. Kein Wunder, dass ich überladen bin. Naja, ist auch einiges wert. Nee, das ist überhaupt nichts wert. War nicht gerade 200 oder so? Keine Ahnung. Lesen, Dieb. Taschendiebstahl verbessert. Cool. Das dachte ich mir schon, wenn das hier so liegt. Dass das irgendwas bringt. Also. Ah, die Rüstung war in der Kiste gewesen. Oder hast du sie wohl mitgenommen? Ach so. Oh. Ja, habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur gedacht, so, ja, das sieht alles gut aus. Looten und leveln. Genau. Und dann zu schwer sein. Du bist nicht fett, Steffi, keine Sorgen. Nein, das machen ja auch die Sachen. Ich bin nicht fett, ich habe nur schwere Sachen bei mir. Oh, einfach mal ein Fasan. Hier liegt einfach ein Fasan rum. Das ist lustig. Ja, die Räuber haben sich auch nicht erst gegönnt. Jo. Okay, da oben geht's weiter. Wie ich mit meinem Hammer da einfach so rumschleiche. Ah, hier sind wir also jetzt, hier oben. War unten noch was? Oder war unten noch ein Alternativweg oder so? Ich glaube nicht, ne? Weiß nicht. Ich glaube nicht, ne. Ich glaube, das war der einzige Weg, wo ich hingehen konnte, oder? Oh, ich höre da hinten schon wieder jemanden. Oder war das Lydia, die gestöhnt hat? Wäre auch möglich. Naja, wäre auch gut möglich. Finde sehr viel. Schön, wie man jetzt sieht, wie die beiden Pfeile nicht an der gleichen Stelle sind. Ja. Wunderhübsch. Was? Oh, hier war eine Bärenfalle. Geh du mal in die andere bitte, Lydia. Das habe ich gar nicht geachtet. Freundlich. Ach ja, das bisschen Leben. Alles gut, Madi? Warum? Warum bist du krank? Keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Oder reden mit ihm. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Du hast vor allem voll reingeredet. Ich wurde geschickt, um euch zu töten. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beiden, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Sie hat gesagt, ihr seid Assassinen. Wie bitte? Nein, nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tanit wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Was hat sie verbrochen? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tanit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je.
Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Okay. Fnir ist eine schwere Entscheidung. Was soll ich für euch tun? Sie vertraut euch. Zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind. Dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Okay. Gut, wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich ihn töten soll oder... Ich weiß nicht, ob ich ihn töten soll oder ob ich die Frau an die Leute hier verraten soll. Das sind viele Leute. Das ist krass, die sehen wirklich aus wie... Wow, wie viele sind denn das? Krass, 7 Leute. Oh. Das sind so... Oh, die sehen ein bisschen aus wie so Wüstentypen mit ihren Säbeln und ihren... Zeugs da oben drauf. Ich kann halt auch einfach die Quest unbeantwortet lassen, weißt du? So, ich habe beide Seiten gehört. Ja, ne, weil, also ich persönlich würde mich da jetzt vollkommen raushalten. So, wenn ich jetzt in der Lage wäre, würde ich so sagen, so, okay, ich dachte, ich muss die töten, weil die sind böse. Aber sie ist scheinbar auch nicht so ganz nett. Und dann denke ich mir so, ja, ich kann mich doch jetzt nicht auf eine Seite von den beiden stellen. Ich würde denen sagen, so, ja, klärt das unter euch. Vielleicht findet ihr sie ja selber oder vielleicht flieht sie ja selbst rechtzeitig, weißt du? Aber, weiß nicht. Das ist auch so, wenn du nicht kann so man, kann sie die nächsten 200 Jahre in dieser Höhle stehen. Oh, das würde ich zu gern sehen. Kann man den Quest doch abbrechen? Weil, ich weiß nicht, gibt so oder so 500 Gold. An Navid ist ja eher so ein bisschen wirtschaftlich interessiert. Ja, aber mir geht es ja eher ein bisschen ums Dingensige, das Moralische. Hm. Ah, die Moral, die Ethik. Hm. Wir sagen, guckt erstmal ihre Fässer durch. Ja. Tschüss, Schnütchen. Ja, schön mit dir. Ciao. Lachs. Nein. Ich will den Korb nicht. Hatte ich hier nicht gerade auch noch einen Korb eingesammelt? Nee, es war ein Topf. Okay. Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Wie geil, dass sie mich auch alles einfach mitnehmen lassen. Rolle des Rufs zu den Waffen. Cool. Ja, nimm mit, ne? Dann würde ich ja erstmal gehen und gucken. Toll. Ja, ich will weder die töten noch sie töten lassen, weißt du? Ist ja auch blöd. Eisenerz! Ja. Lass uns ein bisschen schürfen. Geil. Ja. Wir warten auf eine Antwort von dir und du gehst erstmal Eisenerz schürfen. Ja. Das war übrigens eine Flasche. Was gehört? Oh, die Erzader ist erschöpft. Oh. Oh. Das ist schlecht. Weißt du das? Das ist schlecht. Ja. Anna, wie gesagt, das ist inkonsequent. Warum ist das inkonsequent? Ich kann machen, was ich will. Das stimmt wohl. Hier ist wieder der breitbeinige Typ. Na, mein Lieber. Ich werde dich aber verlassen. Oh. Sorry. Der Arme. Wie bringen wir ihnen das nur bei? Weiß ich nicht. Oh, da ist wieder diese Hexenrabe. Da stand irgendwas mit Verdorbenheit und Widerwärtigkeit. Das sehe ich ganz genauso. Ist hier mein Pferdchen? Ich glaube, mein Pferdchen habe ich hinter dem Berg geparkt. Geparkt? Geparkt, ja. Ich habe es da eingeparkt. Ich kann dir gleich zeigen, wie schön ich das geparkt habe. Frauen einparken.
Na, guck mal, das steht doch schön hier, oder? Das steht richtig schön hier. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt kann ich links. Zu Rurikstadt? Nee. Schönes Fleckchen Erde. Als Idee, man könnte eine Quest machen. Ja, ich könnte. Soll ich Nesselfluch mal probieren? Ich kann natürlich nach Nesselfluch reisen. Reisen wir mal nach Helgen. Und gehe ich mal nach Nesselfluch. Ich habe die Quest zwar gerade nicht mehr aktiviert, aber ich weiß ja, dass ich da hoch muss. Ich mag es, auf dem Pferdchen zu reiten. Ich würde eigentlich am liebsten sogar nur in der Gegend rumreiten, so ein bisschen mit meinem Pferdi. Einfach, weil das so schön ist. Könnte man eigentlich auf dem Pferd auch sein Schwert ziehen? Ja, kann man. Ah, okay. Ich wusste nur, dass es bei Oblivion nicht ging. Skyrim war mir jetzt nicht mehr sicher. So, du wirst jetzt hier eingeparkt, mein liebes Pferdchen. Und vielleicht kommt Steffi ja mal wieder. Ich komme auf jeden Fall wieder. So, einmal F5. Ich glaube, es ist aber noch ein bisschen Weg dahin. Ja, ein bisschen Laufen ist auch schön. Ist gut für die Beine. Oh, okay. Und bam! Einmal ins Genick und du bist tot. Ich weiß gar nicht, was du willst, Mädel. Toll. Oh, und jetzt hat sie nur noch Unterwäsche an. F5. Den Gepfeife, ey. Oh, der arme Fuchs. Die hat einfach einen Fuchs getötet. Jetzt verdient zu sterben. Er ist eine Hexe. Verbrennen sie. Soll ich sie verbrennen? Was ist eine Hexe? Der Hexenrabe ist halt mein Problem, weißt du? Die Hexen sind ja nicht so schlimm. Die rennen auch noch auf mich zu. Die kann ich one-hitten. Ich würde empfehlen, vor F5 zu drücken. Ja, aber deswegen sterbe ich ja trotzdem. Bist du sicher? Ja. Hä, wo ist denn? Hier war noch eine zweite Hexe, bevor ich zum Hexenrabe konnte. Vielleicht bist du einfach so gut versteckt, dass sie dich nicht sieht. Scheinbar. Ist mir ein bisschen suspekt. Ich will nicht, dass die dann von hinten kommt und mir auch noch das Leben schwer macht. Ich glaube, da oben ist die. Ja. Glaube ich, noch ein Stück. Ich würde sagen, pack den Bogen aus. Ja, zu Befehl. Bogenschützen, Feuer! Ich weiß gerade echt nicht, wo die ist. Die sich denn versteckt? Ach, da hinten. Oh, das ist so ein Blitztyp. Ouch. Hä, warte mal. Oh, ich bin so blöd. Ich habe vergessen. Alles gut? Ich habe vergessen, meinen Hammer zu nehmen. Ah, okay, das ist natürlich ein bisschen. Ich würde mich am liebsten fast schon sterben lassen, weil ich jetzt schon so fast tot bin. Nein, kämpf weiter. Warte mal. Oh, ich bin eh tot. Komm, ich lass mich kurz sterben. Ich mach das nochmal. Ja, ich hab 5 Pfeile geschossen, statt meinen Hammer zu benutzen. Ich war voll blöd. So, ist immer wieder bei der Hexe. Nicht blöd.
Du machst das nächste Mal. Ich hab das erste Mal auch im Dunkeln gemacht, dann der Wien und hab's nicht. Ich meine, die ersten Mal habe ich die Hexen auch hingekriegt, aber dann hat der Hexenrabe und ich dachte mir so, ja, wenn ich nicht schon das nicht schaffe. Ich weiß ja, dass die hier oben ihr Lager haben. Blöd bin ich auch nicht. Mal. Ich warte mal, bis sie hier kommt. Ach, die Hexe erledigt Lydia. Alles gut. Die Hexe erledigt Lydia? Also Lydia hat die Hexe erledigt. Besser. Ja, aber auch das kannst du so sagen und das trifft trotzdem auf. Also und trotzdem könnte Lydia daran gestorben sein. Weißt du? Ja. Oh, so ein Scheiß, ey. Der Hexenrabe ist echt zu stark für mich. Lass ihn doch nicht treffen. Weil das ja so einfach geht. Oh, ich bin so schlecht, ey. Komm, ich sterb doch gleich wieder. Oh, ich kann das nicht. Alles in Ordnung? Nein, es ist gar nichts in Ordnung. Du bist gerade ein wenig wach. Ich bin ein bisschen genervt, weil das nun echt nicht sein muss. Wo ist die Kackhexe? Mann, ich will die töten! Wo ist das dumme Stück hin? Mann! Stirb doch einfach mal! Weißt du, dann gebe ich ihr eine Kopfnuss und sie ist tot, aber erstmal muss sie Versteckspiel mit mir spielen. Boah, ey. Kackvieh. Alles wieder gut. Positiv. Alles wieder gut. Jetzt kannst du noch die Hexe ausnehmen. Leben wieder generieren. Hast du noch einen Gegner? Dann sollst du mal gucken, wo Lydia. Ach ja. Das Lecken. F5. Genau. Scheiße, sie weiß, wo ich bin. War ja klar. Na, wenn du nicht versteckt bist, dann ja. Eigentlich eine relativ gute Idee. Wenn du schleichst und mit dem Bogen schießt, versucht der Hexengrabe vermutlich dich zu finden. Ich sehe die halt nicht von hier. Ich sehe die nicht von hier. Willkommen zurück, Funky. Ich sehe die nicht von hier. Ist mein Problem. Weißt du was? Ich sehe die nicht von hier.
Na, auch irgendwie blöd.